Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. Ladies und Gentlemen, auf Cookstar geht das Ganze langsam ein bisschen los. Warte mal. Oh, wir haben einen neuen... Ah ja, siehst du, Duff, den haben wir jetzt. Ah, warte mal, pass auf, wir rufen Duff mal an, weil wir brauchen ja eine neue Waffe, ne? Pass auf, wir rufen den mal an. Worum geht's? Ich bin gerade mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Aber im Hintergrund läuft auch ein Fernseher. Ja, der Netzempfang ist gerade total schlecht. Tschüss! Auf dem mal Wiedersehen! War das jetzt schlecht? Haben wir ihn verärgert? Verärgern dürfen wir ihn natürlich auch nicht. Verärgern dürfen wir natürlich auch nicht. Pass auf, wir gucken mal in die To-Dos rein. Also, wir haben... Ach so, wir brauchen... Ah, wir rufen ihn wahrscheinlich erstmal an, wenn wir Schrott haben. Okay, wir brauchen einmal Schrott. Wir brauchen noch einen Haifisch und wir sollen das Signal verfolgen für Dr. Bacon. Ladies and Gentlemen, das sind so ungefähr die Aufgaben. Es ist früh am Morgen und wir springen einmal los in das blaue Loch. Dinge, die ich immer schon mal sagen wollte. Wir befinden uns nämlich immer noch in Kapitel 1, Spuren des Seevolks. Die ersten Spuren haben wir gefunden. Und dieser seltsame Doktor hat uns jetzt ein Radar gegeben, was wir einmal austesten sollen. Und wir müssen Schrott finden. Und natürlich auch, wenn wir schon dabei sind, Fische fangen. Holz nehme ich jetzt mal nicht mit. Und wir müssen mal bei iDive gucken, ob wir ein bisschen was, wie soll ich sagen... ob wir ein bisschen etwas aufbessern können. Aber ich brauche auch Essen hier, ne? Die Sushi-Bar läuft ja nicht von alleine. Ergo. Warte. Ach, falsche Taste. Erst die, dann die. Komm jetzt hier. Lecker Fisch. Lecker. So. Drei Doktorfische. Das finde ich gut. Tief. Oh, fuck. Alter. Oh, ich muss aufpassen. Komme ich da runter? Ich weiß nicht. Ah, es hat mich voll tintet. Es hat mich voll tintet. Warte mal. Den möchte ich haben. Oh, mir geht's schlecht. Halt. Bleib jetzt hier. Hallo. Excusez-moi. Fisch. Stopp. Stopp. So. Meiner Treue, das war ja schwer. Okay, jetzt brauchen wir doch ein bisschen Sauerstoff. Also, das Meer ist böse. Need Sauerstoff. Da ist O2. Sehr gut. Das kam jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Mega gut. Okay, also, wir müssen... Aber kann ich noch ein bisschen tiefer? Ja, ich kann noch tiefer. Ich kann noch tiefer. Was ist das? Ah, den Boost. Okay, ich glaube, den Boost würde ich tatsächlich... Weil wir sind so ein bisschen an der Grenze. Kann ich den umbringen? Ich brauche einfach bessere Waffen. Können wir drüber reden? Die Luft wird knapp. Oh Gott, die Luft wird knapp. Hilfe, ich sterbe. Habe ich nicht so ein Ding, was mich schnell wieder zurückholt? Habe ich noch nicht gefunden, ne? Schitte. Schitte. Oh Gott, meine Luft wird knapp. SOS. Schaffen wir das? Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich habe auch noch kein Telefonrumpf gesehen, was uns hilft. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, das hilft mir nicht. Der wird sterben. 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 Ich kann nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Acht. Oh Gott, halt die Luft an. Oh, wir sind noch so tief. 25, 23, 21. Schneller, 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 schneller. Du schaffst es. Oh, ich weiß nicht, ob ich schaffe es. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Oh, das war eine knappe Nummer, knappe Nummer, knappe Nummer. Oh. Noch ein bisschen Spannung hier am Start, oder? Alter, kurz vorm Sterben. Wow, das war eine richtig knappe Nummer. Können wir das einfach mal festhalten, wie knapp die Nummer war? Oh, Freunde. Wer bist denn du jetzt? Hallo? Mit dem Tretboot? Kommt mit dem Tretboot an? Hallo? Hab, hab! Sato, der Tretboy-Boy? Tretboot-Boy?
Doda, kannst du dich gut mit diesem riesigen blauen Loch aus? Tja, ich bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll, außer, dass es jedes Mal anders ist. Ja, genau, das ist es. Es ist da der perfekte Ort, um Marinka zu sammeln. Ja, was ist Marinka? Durch dieses Loch könnte ich meine Sammlung vervollständigen. Marinka? Was? Sag mir nicht, du hattest noch nie von dem allseits bekannten maritimen Sammelkartenspiel Marinka gehört. Ach, wie kannst du nur noch nie von den futuristischen Sammelkarten gehört haben, die eine KI-Erkennungssystem verwendet, das automatisch echten Fischen entspricht? Und wie soll ich Karten im Meer finden? Er spricht in Rätseln. Ah, noch nie gehört. Nein, aber es klingt spaßig. Du lebst so hinter dem Mond. Ich kann dir helfen, die App zu installieren. Als erst musst du das, dann drückst du hier, dann hier, fügst einen Freund hinzu. Fertig. Okay, und was mache ich jetzt auch geil? Wir geben random einfach immer wieder fremden Leuten unser Handy, die einfach irgendwelche Schüssel installieren. Ich lieb's. Das Großartige an Marinka ist, dass man nichts Besonderes tun muss. Fange einfach einen neuen Fisch und du bekommst eine Karte. Schau dir diese Karten hin und wieder in der App an und fertig. Ist es so wie bei Pokémon im Pokédex, oder? Verstehe, die Geste finde ich geil. Erinnert mich so ein bisschen an Family Guy, oder? Er ist so ein bisschen wie der Typ aus Family Guy. Das macht es natürlich einfach zu sehen, welche Fische ich bislang gefangen habe. Ganz genau, das ist fast so wie... Stopp! Einen Namen sagt man dir nicht. Ich verstehe schon, ich werde es ausprobieren. Oh, ich habe es vergessen, mich vorzustellen, nicht wahr? Ich heiße Sato. Ich gebe dir meine Kontaktdaten, also kannst du mich anrufen, wenn du Fragen hast. Bis dann, tütüt! Unser Tretboot, ich gehe kaputt. Ich kack ab. Okay, Marinka. Alter, die sehen aus wie Pokekarten. Ja, Pokekarten. Marinka mit seinem Tretboot und seinem komischen Pokémon-Meeresgarten. Aber haben wir jetzt schon... Also es ist Nachmittag, wir können auf jeden Fall jetzt nochmal runter. Stirb bitte nicht, Dave. Also pass auf, wir gucken erstmal, was er uns da installiert hat für ein Kram. Also, got a fish in all. Pokémon, gotta catch 'em all. Also Clownfisch, 15 cm, nur bis 50. Aha, jetzt haben wir auch endlich mal biologische Informationen, weil die Biologin konnte uns ja nichts dazu sagen. Schwach, die wollte nur irgendwelche Krabs haben und ist dann abgehauen damit. Mit einer Länge von etwa 15 cm lebt er zwischen Seeanemonen in Korallenriffen oder Felsen und sucht Schutz, wenn er in der Nacht bedroht wird. Die Weibchen der Art sind größer als ihre Männchen. Geil, Freunde, jetzt kommt endlich mal der Bildungsauftrag hier. So, Juwelen-Fahnenbarsch. Gibt's den aber wirklich oder sind das Fantasiefische? Das würde mich ja doch viel, viel mehr interessieren. Also Juwelen-Fahnen. Den gibt's wirklich. Also sind das wirklich echte Fische? Aha, aha, aha. Das Männchen hat ein violettes Quadrat auf der Seite und eine lange Rückenflosse. Es kann gelb bis orange sein und hat zwei violette Streifen, die die Backen mit dem Bauch verbinden. Aber mich interessiert natürlich auch, wo es vorkommt. Also der Juwelenfahnenbarsch ist eine Meeresfischart, die im Roten Meer und in Teilen des tropischen und subtropischen Indopazifiks vorkommt. Aha, okay. Nächster. Gelber Pyramidenfalterfisch. Pyramidenfalterfisch. Gut, das Spiel sagt, hat ein großes weißes Dreieck auf seinem Körper, das die Schwanzflosse, die Bauchflosse und die Brustflosse verbindet. Der Rest seines Körpers ist gelb. Der gelbe Pyramidenfalterfisch ist ein Vertreter der Falterfische. Er wird 18 cm lang und hat mit 60 bis 65 Schuppen in Längsrichtung eine verglichen mit anderen Falterfischen nur geringe Schuppenanzahl. Ja, das interessiert uns jetzt richtig, richtig voll doll. Tja, wo auch immer er herkommen mag, wo er hinkommen will. Und Regenbogenlippfisch. Regenbogenlippfisch. Ah, okay. Er ist eher klein und hat einen spindelförmigen Körper. Wie viele seiner Art durchläuft er im Laufe seines Lebens viele Farbwechsel. Die Männchen haben einen grünlichen Rücken und einen gelben Bauch. Bis jetzt haben wir halt größtenteils damit... Können wir die auch umdrehen? Nee, ne?
nur ihr Farben beschrieben. Also. Aber so viel andere Infos finde ich tatsächlich hier jetzt auch nicht wirklich. Tja. Okay, dann bleiben wir bei den Infos des Spiels. Paletten-Dr. Fisch, oder auch Dori genannt, lebt in Gruppen in Korallenriffen und ist an klares Wasser und starke Strömung gewöhnt. Der Paletten-Dr. Fisch ist bei Fischbesitzern sehr begehrt und ist einer der beliebtesten Aquarienfische, deshalb isst man sie auch nicht. Rote Fleckbrasse besitzt einen grau-blauen Körper mit mehreren horizontalen Streifen, die mit gelben oder grauen Flecken in der Mitte jeder Schuppe verbunden zu sein scheinen. Die Bauch- und Afterflossen sind gelb. Was interessiert mich? Ach ja. Gelber Segel-Dr. Fisch. Oh, das ist doch auch einer der... War der bei Nemo auch dabei? Ich glaube ja, ne? Ein pflanzenfressender Salzwasserfisch, der für seine leuchtend gelbe Färbung bekannt ist. Er ernährt sich von Algen und frisst manchmal Moos und andere Parasiten, die in der Haut großer Meerestiere haften. Also quasi machen die Großen so ein bisschen sauber damit, ne? Picasso-Drückerfisch? Was? Gibt's den wirklich? Hör auf. Was? Picasso... Drückerfisch? Tatsache. Der sieht auch wirklich so aus. Aha, aha, also. Das bunte Mosaikmuster seiner Schuppen hat ihm den Spitznamen Picasso-Fisch eingebracht. Er hat eine spitze Schnauze und 3 bis 5 große Schuppen hinter seinen Kiemen. Der Picasso-Drückerfisch lebt im Roten Meer im Indopazifik von den Küsten Ost- und Südafrikas bis nach Japan, Hawaii, der Lord Howe-Inseln und Tuamotu und im östlichen, ich kann einfach nicht mehr lesen, fantastisch, im östlichen Atlantik von Senegal bis Südafrika, bevorzugt flache Lagunen mit Korallenbewuchs, Sand- und Geröllzonen und Korallenriffe. Richtig geil, aber das müssen ja voll die Angler-Freaks gewesen sein, die dieses Game entwickelt haben, oder? Gelbrückenfüsilier. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. In der Jugend ist seine Rückenflosse gelb. Mit zunehmendem Alter verschwindet die gelben Körperteile und blau wird zur dominierenden Farbe. Langflossende Fledermausfisch besitzt einen extrem breiten und flachen Körper mit einem winzigen Maul, das Reihen von noch winzigeren konischen Zehen an jedem Kiefer enthält. Die Ränder seines knochigen Schädelkamms sind weich. Ah ja, den haben wir auch noch. Titandrückerfisch. Den gibt's doch bestimmt auch, oder? Also ich glaube tatsächlich, dass es alle Fische wirklich gibt. Krass, ist richtig lehrreich. Und ich wäre sonst nie auf so ein Spiel gegangen, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Aber es hat mich irgendwie so grafisch angemacht. Und ich habe es mir, glaube ich, am Release-Day geholt gehabt, weil es irgendwie sah es optisch geil aus. Und jetzt über den Urlaub hinweg habe ich gesehen, dass es auf Steam halt so voll den Renner macht, dieses Game. Und ich weiß auch wieso, es ist wirklich gut. Ein riesiger Drückerfisch von etwa 75 cm Länge mit gelbem Körper, dunklen Flecken um die Augen und scharfen Zähnen. Er kommt in Korallenriffen und an steilen Oberflächen unter Wasser liegender Felsen vor und ernährt sich von Korallen, Seeigeln und so weiter. Und hier steht, der Riesendrückerfisch, frischer Fisch. Auch Titandrückerfisch genannt, gehört zu den größten Arten innerhalb der Familie der Drückerfische. Die Fische leben im Roten Meer sowie im Indopazifik von der Küste Südafrikas bis nach Japan, den Line Islands, Tuamotu und Neukaledonien. Also da muss das Tauchen irgendwie krass sein. So, das war... das sieht nach dem Rochen aus. Ah, guck mal, blaues Loch, das ist alles so die Oberfläche. Mitteltief und wahrscheinlich noch viel tiefer. Godafish them all, sag ich nur, ne? Godafish them all. Also, es ist Nachmittag. Let's go! Wir müssen ja jetzt auch das Radar noch austesten. Ich glaube, der wird sauer, wenn wir das heute nicht zu Ende machen. Aber wir brauchen Sushi. Also, wir brauchen Zutaten für unsere Bar. Flupp, da bin ich. An der Oberfläche des riesigen blauen Lochs. Und ich fange Essen. Ach, Mist. Fahr so langsam. So langsam. Ich finde es doof, dass man immer nur einen fängt. Kann er nicht immer mehrere hier jetzt? Okay, pass auf. Ich schwimme jetzt einfach mal nach unten. 112 Meter in die Richtung.
Fische, ich müssen wir Fische fangen. Aha, pass auf, das ist doch so ein Ding, was wir brauchen. Das brauchen wir. Yes, mega gut. Brauchen wir noch Schnur? Eigentlich nicht. Nehme ich Schnur jetzt. Au, das tut weh. Ich glaube nicht, dass man mit diesen Handschuhen Segel einsammeln kann. Ich will auch nicht die Segel einsammeln, ich will das Seil. Uah! Aber das Aal. Okay, ich probiere es gar nicht erst. Glaube ich. Ich glaube, ich probiere das gar nicht erst. Halt, halt, ich messer dich. Da muss ich einfach schnell sein bei dem. Er darf mich nicht töten. Sehr gut. Gut erledigt. Sauerstoff wäre jetzt nochmal prima. Oh Gott, hier sind, glaube ich, viele, viele fiese Fische. Wie tief kann ich? Ich kann noch ein bisschen tiefer. Aber ist hier Sauerstoff? Hier ist nirgendwo Sauerstoff. 70, 72. Ich brauche Sauerstoff. Da ist ein Kochtopf. 79. So, kritische Grenze. Ich kann nicht tiefer. Schidde. Ich finde keinen Sauerstoff. Mist. Mit dem möchte ich mich auch gerade nicht anlegen. Gibt es hier irgendwo Sauerstoff? Warum nicht? Ihn einfach mehrfach. Aber wir müssen jetzt richtig nach oben, ne? Weil das passt uns vom Sauerstoff nicht. Boah, bei dem habe ich jetzt auch Schissi. Krieg ich den? Boah, das wäre jetzt auch krass. Wenn der Nahkampf jetzt... Pass auf, warte. Bleib doch hier. Alter. Mit meinem kleinen Messer. Oh Gott, die Luft wird knapp. Die Luft wird knapp. Ja, 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 ja. Wir müssen nach oben. Ja, 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 ich weiß auch. Error. Schon wieder so eine knappe Nummer. Aber hier ist auch nirgendwo Sauerstoff. Am Arsch. Mann, doch, da, 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 da. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Atmen, 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 atmen. Wow, gut. So, jetzt bin ich bereit. Boah, das kam jetzt in letzter Sekunde, ne? Richtig spannend hier im Meer. Warte mal, ich glaube, an den Teilen werde ich mal jetzt ganz elegant vorbei. Oh, die hasse ich ja wie die Pest hier, ne? Am Arsch. Hier ist noch mehr Sauerstoff. Das ist gut. Den merken wir uns. Hilfe, sie greift mich an. Raus hier. Let me alone. Ach man, geh doch weg. Alter, ich hasse diese Fische. Also wir hätten da noch einmal Sauerstoff. Müssen wir uns merken. Wo ist es denn? Weiter runter? Warte mal, wir sammeln erstmal die Kisten hier ab. Erstmal den Kochtopf öffnen. Salz! Was ist? Sauerstoffkapsel, gut! Ich nehme jetzt einfach mal von dem Krams was mit, weil ich glaube, dass ich jetzt so großartig mehr Fische hier einsammle. Ist so ziemlich ausgeschlossen. Oh, ist das ein Hai? Aber ich habe nichts zum Schießen, ne? Oh Gott! Der tötet mich doch jetzt gleich. Oh, ich bin tot. Ich bin gestorben. Nein, der Hai hat mich gefressen. Oh, wenn du gerettet wirst, kannst du nur ein Objekt mitnehmen. Ich nehme den Schrott mit. Weil wir den Schrott brauchen. Scheiße. Ey, wir haben ja gesagt, wir brauchen eine Pistole dafür. Ah, ärgerlich. Ah, jetzt haben wir auch kein Sushi, was wir anbieten können. Dave, dieses riesige blaue Loch sieht deutlich gefährlicher aus als jeder andere Ort. Pass immer auf dein Sauerstofflevel auf und benutze die Fluchtkapsel, wenn du in Gefahr bist. Ich kann dich retten, wenn dir der Sauerstoff ausgeht, aber dann kannst du nur einen Gegenstand mitnehmen, den du gesammelt hast. Gut, ein Achievement, was wir eh gebraucht hätten. Gut, wer hätte gedacht, dass du tatsächlich schaffen würdest, es zu bergen? Ich hatte erwartet, dass du da unten sozusagen dein Haltbarkeitsdatum erreichst. Ja, ich bin da auch ein bisschen gestorben. Mhm. Es scheint, als hätte dich... Genau so. Es scheint, als hätte ich dich leicht unterschätzt. Nun gut. Ja.
Ich zeige dir, wie du mit diesen Materialien ein einfaches Unterwassergewehr bauen kannst. Okay. Und mit denen kann ich den Hai dann auch töten. Ich weiß auch nicht. Ich habe es probiert, weil ich dachte so, ja, ich probier's. Lade dir zuerst Duffs Waffenladen auf dein Handy herunter. Er ist gut optimiert sozusagen. Nur 42 MB. Ich wollte eh mein Handy öffnen, weil... Können wir es jetzt herstellen? Ja, können wir. Aber... Oh Gott. Das ist ja auch gruselig. Wie anders gruselig ist der Typ. Und ich bin beim Barbie-Drink. Das macht jetzt nicht besser. Ja, bitte. Okay. Ja, Waffe sofort ausrüsten, bitte. Bei so einer passenden Erklärung hätte sogar jemand wie du es verstehen können. Naja, stimmt wohl. Und eine Sache noch. Ich habe dafür gesorgt, dass du jetzt auch unter Wasser Waffenkisten öffnen kannst. Wow, Waffenkisten? Du kannst sie nicht mit an Land nehmen, aber da unten können sie dir dennoch helfen. Ach, und ich werde dir die Informationen über die von dir gefundenen Waffen aufzeichnen und daraus Blaupausen für dich erstellen. Waffen, die mithilfe von Blaupausen gemacht werden, werden unter Wasser nicht kaputt gehen. Jedenfalls wird der Meister dich genau im Auge behalten. Auf Nimmerwiedersehen! Er ist so freundlich, er ist einfach so freundlich. Er ist einfach so freundlich. Also, wir können uns Waffen herstellen. Fantastico. So, wir haben jetzt nichts nach oben geholt. Keine Fische gefangen, nix, gar nichts. Bevor wir den Tag abschließen, gehen wir jetzt erstmal in Eidiver rein. Ich würde sehr gerne noch was verbessern. Also, wir brauchen... Die Frachtkiste würde ich sehr gerne aufwerten. So, jetzt können wir 13 Kilo tragen. Und ich würde gerne den Sauerstoff aufwerten. Und das nächste wäre jetzt nochmal der Tauchanzug. Nee, pass auf, ich glaube mehr Sauerstoff oder eine... Ja, pass auf, eigentlich die Frachtkiste, ne? Wobei, wir können beides. Okay, pass auf, dann machen wir das noch, dann passt das. Mega gut. Gut, dann gehen wir zurück. Ich weiß immer noch nicht, wie das Spiel speichert. Das werden wir auch herausfinden. So, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas im Angebot haben. Aber ich glaube, wir haben von gestern noch Sachen. Und sie wartet immer noch auf ihren Hai. Na, musst du noch einen Tag warten. Oh, sie wartet nicht mehr. Ah, vielleicht kommst du nochmal vorbei. Also, wir müssen erstmal das Menü hier. Irgendein Menü werden wir schon zusammenkriegen. Also pass auf, hier hätten wir einen, da hätten wir zwei, drei, zwei. Hier, guck mal, hier haben wir 10. Ja, pass auf, da gibt es heute Paletten, Dr. Fisch oder Ende. Aber wie viel machen wir? Maximal 7. Dann behalten wir jetzt noch ein bisschen was. Hier machen wir 3. Hier machen wir 2. Und wir wollen ein exklusiver Laden sein. Da können wir von mir aus gerne 2 machen. Passt. So, Menü steht. Wir öffnen. Eat, drink, love. Hola. Ach, die schon wieder. Ja, ja, dein Hai muss warten, Fräulein. Den habe ich noch nicht fangen können. Perfekt. Yes. Natürlich sieht es gut aus. Gebt uns ein Like. Auf Kuxa. Wer will zuerst? Ich glaube, du kommst zuerst. Du siehst so gelangweilt aus. So, mach schneller. Hinne. Mach hinne. Los. Fuck, was das Zeug hält. Ich renne auch zu dir, Lady. Die hat den grünen Tee. Die gibt uns mehr Geld. Ich würde gerne wiederkommen. Sehr cool. Der hat auch ganz viele Kommentare schon drauf. Danke für das Essen. Bitteschön. Garn geschehen. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht, wenn nicht alles an Essen verbraucht wird, was auf der Karte steht? Ah, oh, meine Kamera ist ausgegangen. Warum? Ich lieb's. So.
Also, fantastisch. Warum auch immer meine Kamera jetzt schon wieder ausgegangen ist. Warte mal, lass mich das kurz mal checken. Ich liebe sowas, ne? Aber ich glaube, es hat zumindest abgeschlossen. Ich weiß nicht. Also entweder ihr hattet den Anfang jetzt mit Facecam oder nicht. Das werden wir rausfinden, Ladies and Gentlemen. Also, wir haben neue Rezepte hinzugefügt. Gekochter Gelbrückenfusilier in Salz... in Salz gegrillter Rotzahndrüse. Ey, Leute, ich krieg jetzt Hunger. Agar-Agar-Tokaraten. Gewürzes Kajime. Also, ich habe jetzt Bock auf gebratenen Fisch. Speisenplatz plus 1. Küchenpersonal plus 1. Wasabi-Menge plus 1. Hinzugefügtes Interieur wahrscheinlich, ne? Okay, mega. Das haben wir jetzt schon mal freigeschaltet. Aber wir hatten noch Sachen übrig. Gut, aber wir sind jetzt trotzdem geschlossen. Boah, okay, krass. Also, lasst es mal gucken. Auf Cookstar gibt es 5 neue Likes. Der Verkaufsschlager war Titanrücker-Fisch-Sushi. Hätte ich gar nicht gedacht, weil wir ja noch anderen Fisch im Angebot hatten. Warum meine Kamera einfach ausgegangen ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Bilanzverkäufe. Also wir hatten heute tatsächlich auch Ausgaben. Betrieb. Was ist denn Betrieb? Ist eine Betriebsausgabe? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nächster Tag. Das Spiel bockt echt. Das macht wirklich Bock. Mittwoch. Oh, sie schon wieder. Die Biologin. Hey! Du hast doch wohl nicht das Tauchen aufgegeben, oder? Ja. Was ist es diesmal? Ich recherchiere für eine wichtige Publikation und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Besorge mir 3 blaue Muscheln und 3 braune Muscheln. Okay, aber solltest du so etwas nicht selbst in die Hand nehmen? Willst du mich verarschen? Eine Publikation zu schreiben erfordert eine Menge Recherche und Nachforschung. Was du tust, ist nur ein winziger Teil des Ganzen. Also lass es dir nicht zu Kopf steigen. Und jetzt beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit bis zur Deadline. Du bist wirklich unmöglich. Aber da du sagst, das sei für eine Publikation, waren es blaue Muscheln und braune Muscheln? Hilf, Elli. Supi, supi, dupi. Also, wir haben angeblich einen neuen Beitrag hochgeladen. Pass auf, wir gehen jetzt bei Kuksa rein. Was ist das? Kuka K. Sushi ist die perfekte leichte Mahlzeit nach dem Training. Mir gefällt die Farbe. Titan-Triggerfisch-Workout. Wir liken das natürlich auch. Was ist das denn? Wir haben eine Auszeichnung erhalten. Bitte kommt uns besuchen. Das like ich natürlich auch. Okay, cool. Ah, für... Okay, ja, Bronze. Das war jetzt Bronze. Ah, okay, da können wir die Belohnung ansehen. Ich verstehe, ich verstehe. Aber was ist denn, wenn die uns entfolgen? Wenn die uns entfolgen, wird uns dann was abgezogen? Könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Also, pass auf, wir gehen jetzt einfach erstmal ins Meer rein. Wir müssen immer noch der Richtung des Signals folgen. Ist übrigens die Hauptquest. Und Muscheln für die Gute finden. Auch das kriegen wir hin. Ich finde es gut, dass die Quests uns immer oben angezeigt werden. So, habe ich jetzt... Was habe ich... Ich kann jetzt wechseln... Ja. Flipper! Oh mein Gott, hi! Oh, ist das geil! Ja, bitte? Ein Delfin? Er scheint mich aufzufordern, ihm zu folgen. Sollte ich das mal versuchen? Die Bitte eines Delfins. Ja, mache ich. Oh, hier ist ein Delfin, Freunde. Schwimm nicht so schnell. Aber dem folge ich jetzt erstmal ohne was zu fangen. Auch ohne Muscheln zu fangen. Boah, wir müssen mal ein bisschen beschleunigen. Er ist so schnell. Da war eine Waffenkiste. Ich muss echt aufpassen, ne? Warte mal. Waffenkiste geht vor. Ah, ich sehe schon, da ist irgendjemand gefangen. Okay, cool. Oh, ein Amazonas-Delfin hat sich im Netz verfangen. Er bat mich also, seinen Freund zu retten. Ich sollte dieses Netz aufschneiden. Kriegen wir hin.
Machen wir. Zack. Oh, wir haben Delfine befreit. Bitteschön. Da liegen Schrauben. Ich glaube, ich sammle die Schrauben ein. Oh, Flipper. Oh, ist das süß. Bitteschön. Viel Spaß. Tschüss. War das jetzt gut? Ich hoffe. Oh, was ist denn das? Er scheint ein Geschenk hinterlassen zu haben. Ich wusste nicht, dass sogar Delfine Freunde haben. Okay, was für eine geile Quest war das? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Oh, eine Perle. Einfach wahrscheinlich das Wertvollste, was es hier so zu holen gibt, wa? Okay, Seestern brauche ich nicht. Da ist eine Kiste. Ich bin so völlig verloren jetzt. Was ist das? Ah, ja, ja. Holz brauche ich auch nicht. Ah, ist das nicht eine... Ah ja, Muschel. Eine braune Muschel. Okay, pass auf. Wir müssen mal jetzt ein bisschen was fangen. Warte mal, da war doch hier jetzt... Wait. Das brauchen wir doch. Oh, jetzt trotzdem auch noch ein paar Fische hier am Start. Das heißt, habe ein Restaurant zu versorgen. Komm jetzt mit. Juwelenfahnenbarsch. Nehmen wir mit. Komm mit. Die dunklen, die... Mist. Alter. Das ist schon wieder zu tief. Oh Gott, da ist der Hai. Warte mal, wie wechsle ich? Ich weiß nicht, wie ich schieße. Das sollte man vielleicht erstmal rausfinden. Warte. Oh Gott, das wird schwierig. Den Hai zu dingsen, das wird schwierig. Ich habe auch keine Munition mehr, glaube ich. Ich habe keine Munition mehr. Nee, ich habe keine Munition mehr. Gut, dann hat sich das mit dem Hai erübrigt. So viel dazu. Ah, sollte weg. Der Hai. Der Hai, der Hai, der Hai, der Hai, der Hai. Ah. Das Meer ist auch echt arschgefährlich. Ne? Können wir mal bitte drüber reden? Nur weil sie da zu der Kiste will. Es ist eine dezent chaotische, wie soll ich sagen, eine dezent chaotische Folge. Ah, Sauerstoff. Gut. Sammle ich den jetzt schon ein? Warte mal. Ich sammle erstmal ein bisschen Zeugs drumherum. Wir wissen ja, dass hier Sauerstoff ist. Ergo. Fange ich erstmal ein bisschen Zeugs hier ein, von dem, was hier jetzt so rumschwimmt und dümpelt. Aber es ist so, es ist jetzt sinnvoller. Also sinnvoller in Anführungszeichen. Den haben wir ja schon mal, weil er nicht schon mal so schwer. Aber er tut mir auch nicht weh. Was tue ich hier eigentlich? Können wir bitte darüber reden, was ich hier tue? Stirb doch jetzt. Okay, hab ich ihn ausgeweidet? Oh Gott, wie grausam ist denn die Geschichte? Was mache ich da mit dem Fisch? Hä? Ich weiß nicht, was ich mit dem Fisch getan habe. Können wir bitte drüber reden? Dass ich keine Ahnung habe, was ich da mit dem Fisch getan habe. Ich schwimme einfach ein bisschen um die Sauerstoff. Es nimmt mir ja jetzt hoffentlich keiner weg. Dann können wir das maximal rausholen vielleicht. Kriegen wir? Nicht. Oh, ist ja schwer. Schwer! Ich will den jetzt haben, Himmelarsch. Gibt's doch nicht. Aber wir haben noch ein bisschen. Süß, die Kleinen. So, pass auf, jetzt möchte ich Sauerstoff haben. Mega. Okay, also das Signal. Folgen wir dem Signal. Das ist weiter nach unten, ne? Noch weiter nach unten. Uah. Aua. Alter, der Fisch ist aber auch echt hart eklig. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was es war. Aber zumindest müssen wir irgendwie an dem Hai vorbeikommen. Ich weiß halt auch nicht, ob wir so tief kommen. Das ist halt so das Problem. Aber wir müssen auf jeden Fall noch tiefer.
Weil das mit dem Signal hätte ich jetzt schon gerne noch abgearbeitet. Endlich mal. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen gefunden. Sauerstoff passt. Ach, guck mal, hier hätten wir sogar noch mehr Sauerstoff. Okay, pass auf. Dann. Was ist das? Glas. Gewichtstechnisch passt das auch. Kriegen wir den jetzt erlegt oder tötet er mich? Oh Gott, er sieht aber auch echt hart schwer aus. Aber das... Ja, perfekt. Immer mal wieder Sauerstoff zu finden, ist natürlich auch echt geil. So, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mit. Seetang. Nochmal Glas. Ich nehme es mit. Langsam wird es gewichtstechnisch ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt das Signal jetzt noch fokussieren. Es fehlt nicht mehr viel. Aber ich kann da nicht tiefer. Ich weiß nicht, ob ich tiefer... Nee, ich kann nicht tiefer. Wow, das ist also der Ort! Mal sehen. Hm, das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befindet sich Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Ha, wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erstmal nach oben. Alles klar, darauf habe ich gewartet. Was? Die Meermenschen. Hä? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ja, die Tiefe habe ich gehört. Ich muss den Booster einsetzen, ich muss hier raus aus der Tiefe. Das Seevolk, da war's. So, ich würde gerne so diese Hai-Aktion jetzt einmal umschwimmen. Können wir hier jetzt rein? Uah, das habe ich schon wieder voll getittet. Ich sehe nichts. Kleine Muscheln können wir gerne... Ah, nee, können wir doch nicht einsammeln, weil da war irgendwas Spitzes, was mir wehgetan hat. Was ist das denn für eine Strömung hier? Also, wir haben auch offensichtlich Strömungen. Müssen wir auch bedenken, was den Sauerstoffgehalt betrifft. Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ich will doch nur nach links. Ich bin zu schwer. Was immer gut für Strömung ist. Ach, verdammt. Oh Gott, es treibt mich nach unten. Hilfe! Waffe? Geht die Waffe aufs Gewicht? Ich weiß nicht. Ich nehme sie einfach mit. Oh, warte, Sauerstoff. Sauerstoff! Ich hänge irgendwo fest. Bin ich tot? Nein. Ich komme nicht weiter. Ich kann nicht schwimmen. Warte mal. Ich glaube, ich brauche den Sauerstoff jetzt ganz dringend. Oh Gott, die Strömung ist ja echt richtig eklig. Aua! Gefangen im Strömungsdreieck. Ach, ich war ja zu schwer. Warte mal, können wir den Boost jetzt mal einsetzen, bitte? Was ist aus dieser Strömung hier raus? Wir könnten natürlich hier jetzt auch die Geschichte einmal einsetzen. Aber Fluchtkapsel heißt ja, wir dürfen nur eine Sache mitnehmen, ne? Ja, okay, pass auf. Dann versuche ich ganz normal nach oben zu schwimmen. Ich hoffe, ich komme hier nach oben. Das sieht alles so nach Höhle aus. Jetzt darf uns natürlich kein... Ja, ich wollte gerade sagen, kein Fisch mehr doof kommen. Ah, ich habe keinen Boost mehr. Scheiße. Die sind aber echt hart eklig. Gott, ich bin so schwer. Ich habe Übergewicht. Wie mein Koffer. Was sind das? Ich will das da haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich brauch's. Ah, Munitionskiste. Kann ich nicht, weil zu schwer. Dann nehme ich auch das Seil mit. Weil ich es tragen kann. Aber ist da noch eine Muschel, die wir brauchen? Halt nicht, dass er zusammenbricht, ne? Ich lasse es. Nicht zu gierig sein. Nicht zu gierig sein. Gierig sein ist nie gut. Mega. Das hat doch geklappt. Yes. Ha, ich habe einen Ort mit dem Signal der Seevolk-Zivilisation gefunden. Ich kann meinen wissenschaftlichen Durst erst so überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprich das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Wie schafft man den Felshaufen beiseite? Du musst natürlich eine Bombe benutzen. Geht das in Ordnung, unter Wasser Bomben zu zünden? Hattest du nicht von einem Felshaufen irgendwo ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das wird schon gehen. Vertrauen wir doch ein wenig auf die Regenerationskraft des Meeres. Er versucht schon wieder, die Dinge zu beschönigen. Aber es gibt ein Problem. Die Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich benötige eine Lieferung von einem Bombenexperten, den ich kenne. Anscheinend ist das Schiff vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterialien bergen?
Drohnenmaterialien? Wie soll ich die mehr finden? Es ist riesig. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von den Strömungen mitgerissen wurden. Suche einen Ort mit Meeresströmungen. Oh, das klingt gefährlich. Ja, das klingt gefährlich. Siehste, da kommt's mir schon hoch, weil ich ja schon an dieser Gefahr aber geleckt habe. Wo die Ströme fließen. Ach, Ellie? Hä? So schnell? Haben wir alle gefunden? Na, niemals. Echt? Puh, das war schwieriger, als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Na, das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung von EcoWatcher abschließe... Tada! Forschungsstufe erreicht. Hä? EcoWatcher? Ach, du kennst sie nicht? EcoWatcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen und Belohnung für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für die Punkte in der App und nicht für eine Publikation? Oh, ja, nun, naja, man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier's doch auch mal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann. Ich habe gedacht, ich tue großartige Dinge tun mit Wissenschaft, aber nix. Für eine App, für einfach eine App, dreifache Achsel, ZZZ-File. Ah, hier passiert einfach so viel, es passiert einfach so viel. So, wir haben so viel Krams jetzt nach oben geholt. Unser Koch will schon wieder irgendwas. Aber wir haben es am Nachmittag. Ich sollte den Stand meiner Ausrüstung überprüfen. Okay, Stand der Ausrüstung. Also warte mal, wir gehen erstmal zu dem Waffenladen. Einfaches Unterwassergewehr. Pass auf, das stellen wir jetzt erstmal her. Aber wir haben schon eins, oder? Ich lasse es erstmal. So, bei iDiver können wir noch nichts weiter machen. Hier gab es jetzt auch nichts weiter. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal EcoWatcher an. Was ist das denn? Blaues Loch Forschung und Schutz Fortschritt. Erforschen Muscheln, Meerespflanzen. Okay, also da haben wir ein bisschen was, was wir einsammeln können. Wir reden mal mit ihm. Mein Paket ist schon seit einer ganzen Weile nicht angekommen. Ich frage mich, was passiert ist. Das habe ich vor kurzem aus dem Schwimmen den Überresten eines havarierten Bootes aufgelesen. Es muss sich um einen Unfall gehandelt haben. Ein plötzlicher Unfall in dem sonst so abgelegenen blauen Loch. Ich glaube, ich habe vor einer Weile einen riesigen Kalmar gesehen. War der da drin verwickelt? Ein Riesenkalmar? Hier kann man nichts ausschließen. Bleib immer wachsam. Okay. Gut, Ladies und Gentlemen, wir werden auf jeden Fall das nächste Mal gleich nochmal ins Wasser gehen und gucken, was wir noch Schönes finden werden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch am Start seid und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.